Ja, danke schön für den warmen Applaus. Ich kenne Sie nicht, Sie kennen mich nicht. Ich trage ein kurzes Gedicht zum Kennenlernen vor. Bertha und Hilde. Kuh Bertha steht auf einer Weide und guckt sich um und sagt, ich leide. Da fragt Kuh Hilde, ach, warum? Und Bertha sagt, es ist zu dumm, weil also immer, wenn ich grase, pupse ich ja Treibhausgase. Grase ich dann aber nicht, verliere ich gleich an Gewicht, worauf ich keine Milch mehr gebe und Falten kriege im Gewebe. Und Hilde, ach, der Wegerich, ich glaube, der bekommt mir nicht. Da lächelt Hilde und sagt weise, und darum pupse ich nur leise. Vielen Dank, Ihr Applaus motiviert mich, noch ein Gedicht vorzutragen. Nein. Diese beiden Kühe, die sich eben unterhalten haben, die gehören Jochen. Jochen ist Rinderbauer und ihm gehören so um die 100 Kühe. Und um ihn geht es in dem folgenden Gedicht und es heißt Das Feuer der Liebe. Das Klo des Rinderbauern Jochen ist vor nahezu 3 Wochen, als er darauf saß, zerbrochen. Und seitdem kackt er im Stehen, aber das ist unbequem. Weswegen er beschlossen hat, er wolle bald mal in die Stadt und sich ein neues Klo besorgen. Doch an eben jenem Morgen, als er seinen alten Trecker über brachliegende Äcker stoisch Richtung Ortschaft lenkt, wird er wehmütig und denkt, das alles hier sind meine Felder und am Horizont die Wälder gehören mir in gleicher Weise. Doch wohin führt mich meine Reise? Da habe ich fast 100 Rinder, aber weder Frau noch Kinder. Und fett bin ich und werde bald 42 Jahre alt. Was soll denn also mit mir werden? Muss ich wirklich einsam sterben? Die Gedanken quälen ihn und so spricht er Mandarin, um statt zu viel nachzudenken, sich ein bisschen abzulenken. Wo Xiuan, Si Pinguo. Dann Wu Xiang, Yu Si Nam Duo. Gegen Mittag kommt er dann beim Sanitärfachhändler an. Er parkt, steigt aus und denkt sich so, ich will aber ein Markenklo. Dann tritt er ein und guckt sich um und macht prompt einen Seitensprung. Ja, er springt, er hüpft zur Seite, da eines Ganges ganzer Breite, beladen mit 2 Rollen Draht, ein schwerer Gabelstapler naht. Und hinter dessen Lenkrad sitzt eine kleine Frau und schwitzt und atmet, ob der Mühen schwer. Oh, sie müht sich wahrlich sehr. Doch es gibt da ein Problem mit des Fahrzeugs Bremssystem. Und so rauscht die Fahrerin mit dem Gabelstapler in einen Stapel Spiegelschränke, guckt Jochen an und sagt, ich denke, euer, ich vermute mal, die Ware ist nun zweite Wahl. Und während sie nun Blicke wechseln, fängt Jochen plötzlich an zu sechseln. Oh, sagt Erna, einfach hübsch, mein lieber Scholli, bist du hübsch. Worauf die Frau recht unsortiert aus diesem Gabelstapler springt, doch dabei ihren Halt verliert und prompt in Jochens Arme sinkt. Und seufzend reißt sie ihn mit nieder und eng umklammern ihre Glieder, seinen adipösen Leib, worauf er jauchzt. Oh, holdes Weib, ich bin kein Schöner, auch kein Schlauer, doch bestimmt ein lieber Bauer. Und nimmst du mich, sollst du nie klagen, so möchte ich dich also fragen, was ist für dich des Lebens Sinn? Und sie sagt leise, Bäuerin. Und von Gefühlen übermannt, küsst er stürmisch ihre Hand und ihre Stirn und ihre Augen und schon wenig später saugen, Lippen sich an Lippen fest, worauf sie ihn nun wissen lässt. Das tut mir weh, du zerdrückst mein Dekolleté. Ach übrigens, ich heiße Claudette und ich finde dich sehr nett. So helfen sie sich aufzustehen, um nun gemeinsam rauszugehen und mit dem Traktor heimzufahren. Ach, wie traurig sie doch waren und wie glücklich sie nun sind. Befreit aus diesem Labyrinth der Einsamkeit tuckern sie fort zu jenem ihr noch fremden Ort, von dem sie sich bei aller Pflicht vor allem etwas Glück verspricht. Doch wie müßig ist das Streben nach von Glück bestimmtem Leben, wenn das Schicksal Faxen macht und dich und deinen Traum verlacht. Oh, voller Stolz nimmt Jochen sie mit in den Stall zu seinem Vieh. Dort streichelt er ein Kalb, um nun mit Engelszungen kundzutun. Claudette, die Kuh, sie lebt vegan, drum pupst und rülpst sie viel Methan. Ja, so manche Tonne jährlich, doch das Gas ist sehr gefährlich, weil es nämlich exzellent, ja wirklich ausgezeichnet brennt. Sogar ein Streichholz führte schon in manchem Stall zur Explosion. Und darum bitte gib stets Acht, denn selbst ein kleiner Funke macht aus diesem Stall einen Haufen Schutt und unseren Traum vom Glück kaputt. Da umarmt sie ihn und nagt an seinem Ohrläppchen und sagt, wie süß du redest, och mal Jochen, ich mach kein Feuer hier versprochen. Doch während sie ihm zärtlich schmeichelt und ihn küsst und herzt und streichelt, steht die Herde ringsherum und forzt schon das Präludium, ja rülpst bereits die erste Strophe der fatalen Katastrophe. Ach, wenn das Glück doch ewig bliebe, doch am Feuer ihrer Liebe entzündet sich das Gas, ein Knall erschüttert den morbiden Stall, der trotz der Explosion erst noch, aber schließlich bricht er doch recht prätentiös in sich zusammen. Und was bleibt, sind Schutt und Flammen. Doch als der Rauch verzieht, erhebt sich Jochen aus dem Schutt und schwebt, Claudette in seinen Armen tragend und ihren frühen Tod beklagend, als Stern, als stummes Argument.
der Liebe hoch zum Firmament. Und die Moral dieser Geschichte? Wenn dein makelloses Klo unvermittelt einfach so unter deiner Last zerbricht, dann hast du halt zu viel Gewicht. Dankeschön.